wenigstens weiß, wo meine Leiche liegt. Was jetzt, passiert? Ich glaube, wir haben einen zweiten Raptor. Passiert irgendwas dadurch, dass ich sterbe? Wenn er sagt, nee. Okay, das muss ich noch mal einen Sack finden. Ach so. Wie war der denn gerade? 36. Okay, dann nicht. Aber ist doch easy. Ja, wenn er wieder in den Baum backt, dann ja. Ja, oder wie auf dem Stein stehen. Wenn man sich einen Bogen herstellt, kann man mit Pfeilen auch betäuben oder machen die... Ja, aber die Betäubungspfeile kriegst du erst mit Level 20. Ja, die musst du erst noch herstellen. Ach so, das heißt, die sind jetzt nicht so, wie wenn ich mit einer Steinschleuder die Steine abfeuere. Nee, das sind zwar Steinpfeile, aber die machen Schaden. Okay. Mit Level 20 gibt es Narkotik-Pfeile, die sind echt gut. Also die sind... Ja, die sind echt klasse. Wir haben jetzt auf unserem anderen Server schon Armbrüste. Mhm. Und können sie nicht reparieren, weil wir kein Eisen mehr haben. Ich stelle mir das ziemlich ziemlich komisch vor, am Armbrüste zu haben. Er verfolgt mich! Alter, du hast auch Glück. Jetzt 10, alle runter. 10. 9. Ich seh den Michael hochrennen mit dem Raptor hinter ihm. Michelle, du hast Glück gehabt, er ist ganz kurz am Hügel gebackt. Oh, nee, jetzt ist er da drüber gekommen. Michelle, lächel doch mal, du wirst gefilmt. Ja, aber der Michelle rennt in unser Haus mit dem Raptor. Nee, der Raptor steht vorm Haus. Der ja, ich sehe ihn da oben. Bei der Veranda. Ja, toll. Kadi, seht ihr da oben an unserem Haus den Raptor? Er kommt runtergerannt. Ah, der kommt runter, los, weg hier. Oh, ich sehe ihn. Könnt ihr den bitte nicht so den Stegosauriern? Ah, renn zurück. Ja, toll, seht der Raptor oben in unserem Haus. Oder tötet gerade andere Viecher. Nee, jetzt. Ja, irgendwas hat er gerade. Er schaut mich an. Jetzt läuft er gerade irgendwo anders hin. Jetzt guckt er mich an. Wollen wir ihn kämpfen? Ich weiß nicht, ob wir ihn losbekommen. Er guckt mich an. Lass mich bitte erstmal. Ich hab da oben meinen Spike noch stehen. Kann der durch die Tür? Nein. Mein Stitch meine ich. Ich würde halt sau gerne meine Sachen holen, bevor die wieder despawnen. Was ist denn, ja, los, komm, dann kämpfen wir jetzt. Er greift das Haus an. Was ist denn, wenn wir alle ins Haus gehen und durch die Tür. Ja, er guckt jetzt. Er guckt. Man sieht seinen Kopf durch die Wand backen. Welches Level ist der? 36. Ich bin ins Haus. Danke. Also er kann anscheinend nicht auf die Plattform drauf fahren. Er hat den Kampf begonnen. Gegen alle unsere Viecher. Greifen sie noch zurück an? Ja, ja. Ja, Stitch! Du bist der Beste! Ist ja cool, oder? Ja. Stitch hat ihn gekillt. Und gefressen. Ja, aber in ihm drin, in Stitch drin sind dann die Sachen, ne? Könnt ihr aus dem rausnehmen. Hat doch super funktioniert. Stitch hat jetzt verdorbenes Fleisch, Leder und rohes Fleisch drin, ja. Falls wir nochmal so eine Situation haben, ich habe gerade Pfeil und Bogen hergestellt. Oder gelernt. Yay, haut gerade die um. Was? Wie lange bleibt so ein Beutel erhalten? 5 Minuten. Ja. Fuck, kann sein, dass du schon despawned ist. Aber komm, wir sind jetzt alle mal zusammen stolz auf Stitch, weil Stitch eine tolle Tat getan hat. Hey, Stitch! Yay. Wahrscheinlich hat er nur den Final Blow gemacht, aber hey! Ich glaube, der war schon sehr schwach, weil hier so ein Dinosaurier mit Stachelschwanz schon tot rumliegt. Oh geil, wie hätten wir den getamed, ne? Der ist so stark eigentlich. Ja. Ah, schau, das ist... Okay, wilder Wald hier Stego, der ist 10. Ja, ja. Achso, das ist der von Fabi. Ja, 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 ja. Ja, das sind unsere hier. Hier fliegt einer und hier hinten, da hinten im Wald fliegt auch noch einer. Jochen hinter Knies, ja. Ja. Ach Menno, mein ganzes Zeug ist weg. Ja, das nächste Ziel ist für jeden einen Raptor. Das kann doch langsam echt nicht mehr wahr sein. Da rennt ein nackter Mann. Ach komm. Elli. Ja. Also ich, da rennt ein nackter Mann auf dich zu. Was? Was? Aber ihr könnt alle mal Narkotikbären fahren. Wir haben so viel verdorbenes Fleisch, dass wir gleich mal Narkotics herstellen. Also ich würde auch schon mal. Also ich sammle die alle bei mir in dem Stego drin. Ja, ich habe auch gerade. Die können wir ja dann einsammeln, wenn die Stego fertig sind. Ja, genau. Dann können wir quasi einen neuen Disney-Film machen, der heißt dann Stego und Stitch. Haha. Der Stilo. Du bist doof. Ja, ist er. Aber was würde denn rauskommen, wenn ich meinen Stego mit meinem Skorpion paare? Was unglaublich hässliches? Irgendetwas, was man auf der Stelle töten sollte. Es hat Scheren, es läuft auf 4 Scheren. Das ist sehr süß. Yeah. Ich finde das ziemlich übel. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall verteidigen. Ich habe einen Bogen und 20 Pfeile.
Haut gerade die um, dann haben wir 20 Bogen. Nee, 20. Ihr seid so gemein, Mann. Das ist deine einzige Überlebenschance. Ich komme mit dem Speer nicht klar. In diesem Spiel gibt es keine Überlebenschance. Hast du schon mal mit dem Bogen überhaupt gekämpft? Weißt du, ob du mit dem Bogen klarkommst? Ja. Ich gehe zum Strand und ertränke mich. Pass auf, da sind Raptoren. Das sind wirklich Raptoren am Strand. Das stimmt sogar, die haben Fabiana gekillt. Toll. Oh, der hat jetzt richtig viele Bären schon drin. Alter. Aber ist doch egal, wenn ich ihn overfeede, oder? Das ist egal, die bleiben bei ihm. Nein, da platzt der irgendwann. Also der hat jetzt über 400 Bären, glaube ich, drin. Nee, ich glaube, da rompt ein Raptor rum. Kathi, du hast doch grün, guck mal, ist grün nicht Level 15? Was? Meinst der Richtstrahl. Ja, der ist Level 15. Ja, guck mal, Kathi, da kommt noch ein grüner da vorne runter. Siehst du das? Oh. Der ist da vorne. Da vorne Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Das ist doch echt nicht weit. Ja, es müsste irgendwo unten am Strand sein. Da, wo die Raptoren sind? Ja. Cool. Ich nehme mir manchmal den Speer in die Hand. So, ich verfolge euch jetzt. Mit Pech. Nein, Dino weg, gewachsen. Bleib weg. Genau, der Michel sieht Raptoren an. Sind hier echt gerade Bäume um den Dino gewachsen? Nee, der ist hier. Oh. Der ist direkt hier vorne, Kadi, schau mal. Warum hab ich... Gut wie? Jetzt habe ich den Bogen drin. Er hat gerade auch brav einen Para getötet. Oh, das hast du sehr gut gemacht, Jochen. Kadi? Oh, das gibt es einen Fleischkeks. Ja. Das ist doch echt simpel hier. Also, oh, die Hundis kommen jetzt gerade her, weil die haben Angst vor dem Motorradfahrer, der aus einem Fenster vorbeifährt. Oh. So. Ein böser Motorradfahrer. Okay, Kadi. Er kommt runter. Da ist er. Wo ist denn der Dodo hingeflogen? Ja, der Ball der Rettier, er hat das schon aufgegessen. Ja. Und was ist drin? Was? Nee. Es ist drin, zwei Fallschirme, ein Bogen, 34 Pfeile und 12 Betäubungspfeile. Geil. Oh, das ist sehr geil. Als einzige. Fallschirme? Wer braucht denn das? Wenn dein Flugino stirbt, beziehungsweise wenn ich mal wieder vom Menschenaffen durch die Gegend geschmissen werde. Nee, wenn du zum Beispiel mit einem Flugsaurier fliegst, mit jemandem mit und du schaffst. Ach komm, Michelle, wir haben alle gelacht. Ja, ich hätte dann jetzt 54 Pfeile. Ich auch, bis ich aufgeprallt bin. Die Narkotikpfeile mit 12 Stück können wir so gut wie jeden Raptor auf unserer Insel hier tamen. Also von, also ein. So gut wie jeden Raptor tamen. Also ein. Ein. Ja, also ein. Nicht so viele, also alle, die hier sind, sondern. Day, kann das sein, dass der nur gewisse Bären frisst? Nee, der mag gewisse Bären lieber als andere. Der ist, jetzt ist er wieder bewusstloser, alles klar, okay. Ich dachte nur gerade, oh fuck, der ist fast wach, mein Stego. Ja, die Narkotikbären, die musst du selber reinhauen. Ja, der hat aber, der war 40 Narkotikbären noch was drin, also. Ja, der ist fast gezähmt. Das ist gut. Das sind Stego und Tina auf Amadeus und Sabrina. Oh Gott. Sie laufen am Strand, sie sind wohl bekannt. Im Dino-Land. Nein, im Dino-Land. Hallo, das habe ich extra mir zusammengereimt. Seid du neidisch, weil ich das voll gut gedichtet habe in meinem Kopf. Es macht, glaube ich, Sinn, dass man sich erstmal einen kleinen Dinosaurier zähmt und einen großen Dinosaurier zu zähmen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich habe gehört, Raptoren sind sehr klein. Raptoren sind tatsächlich so das Erste, was richtig Sinn macht. Ah, geil. Ich frage mich nur, wer zähmt wen? Ich den Raptor oder Raptor mich? Aber wir haben einen Raptor. Du kannst ja auch neben den Raptoren herlaufen und ihr Haustier machen. Lass dich von einem Raptor zähmen und dann reiten sie auf dir. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit den Zähnen? Muss ich denen dann nur Beeren reinstopfen oder Fleisch? Nee, ja, du musst das rein. Also Fleischfressern Fleisch und Narcotics halt, um die zu betäubt zu halten. Aha. Und ja, und dann fressen sie halt das Fleisch die ganze Zeit. Und Pflanzenfresser fressen anscheinend alle Beeren, oder? Genau. Ja, außer halt die Weißen, die machen, dass sie halt wach werden. Gut, das heißt, ich brauche erstmal Fleisch. Michael, ich kann dir auch wieder Klamotten herstellen. Ne? Ich sammle hier die ganze Zeit die Bären. Ich sterbe hier so oft, glaub mir. Das macht jetzt erstmal gerade keinen Sinn. Also, wenn wir jetzt natürlich Leichentücher machen, für jeden Raptor zu zähmen, das wäre natürlich super geil. Zu zähmen, ja. Das ist ein kleiner Dillo, schaffe ich den? Ja, eigentlich schaffst du den, wenn du einen Speer hast. Also du nicht. Kein Speer, ich habe nur eine Hand. Ja. Die ist zwar sehr trainiert. Der rennt da vorne vor dem
Achso, das ist der Day. Ich dachte gerade, der Day rennt von einem Raptor weg. Nee, nee. Der Jochen ist friedlich. Und der Jochen? Der herzustellen. Der Knochenjochen. Wer würde denn gewinnen? Stego gegen hier den Raptor? Kommt immer ganz drauf an, wie die Raptoren angreifen und was sie machen gerade. Also wie es aussieht, kriegt er hier plus 4 Level, der Stego. Mhm. Die ganz weit hinten am Horizont sehe ich eine Schneewelt, das ist mein Ziel. Oh, der Weihnachtsmann. Also so Folge 233, Weihnachten würde sogar fliegen gerade Steine weg. Das war ich. Was zum Teufel, der Stein ist genau auf meinen Stego geflogen. Gut, dass die keinen Schaden kriegen, weil der ist nicht so. Ich habe so ein riesiger Steinblock gerade ist auf meinen Stego tot. Das wär's doch. Also ich sag mal so, um da hinten hinzukommen, brauchst du entweder einen Flugsaurier, extrem viel Glück oder du stirbst dich durch. Und du brauchst Michelle nimmt den 233. Michelle nimmt den letzten Weg. Naja, irgendwann kommen wir da sowieso hin. Ich will unbedingt einen Hirsch haben. Die gibt's aber auch woanders. Hallo, da kommt der Nackte. Laut einer Wiki-Seite gibt's die rund um das Schneegebiet drumherum und im Schneegebiet am häufigsten. Aber ich meine, ich habe die auch schon mal gesehen. So. Aber die sind ja eigentlich für das Wintergebiet gedacht, genau wie die Wölfe. Ja, genau, die Wölfe. Also die Ellie will ja einen Wolf haben, von daher müssen wir ja sowieso irgendwann hin. Ich möchte auch einen Wolf haben. Michelle läuft sich Wir möchten Wolf alle Wölfe haben, glaube ich. Ja, Michelle läuft sich hier einen Wolf. Will jeder alles irgendwie haben? Alles! Ja. Nein! Alles. Ich will fleischfressende Dodos der Hölle haben. Ja, die kommt zu Halloween wieder. Ich wollte gerade sagen, Dodorex, der läuft hier auch irgendwo rum. Du hast gezählt. Nee, den kann man beschwören. Ja. 600 Ostereier kostet der. Und er heißt, Peaks Casimir. Das ist doch das Weibchen, oder? Achso, stimmt, dann heißt sie Peaks Frau. Nein, Nein, bitte nicht. Irgendwas mit Stegos, dann heißt sie Steglinda. Steglinda, das ist toll. So. Kadi, ja? Ich glaube, ich hab's schon mal gesagt, aber solltet ihr irgendwann mal Kinder haben? Ich nenne sie. Ich benenne sie. Ja, du benennst sie. Ja, oh, schau mal, aber guck mal. Wo ist denn der? Oi, der ist groß. Ja. Die Stegos haben richtig Stil. Schau, er hat Flair, er hat Stil. Nee, Moment, das sind sie. Sie hat Flair, sie hat Stil. Und so wohnt sie zur Nanny. Ah, die ist voll süß. Ich bring sie nach oben zu den anderen. Also oben muss zumindest jetzt mittlerweile schon was ganz, ganz Starkes kommen, damit unser Haus noch eingenommen wird. Yes, den wollte ich gerade töten. Level 234 Yeti. Der hält aber ja, viel aus. Ja. Oh. Okay, gut, den darfst du töten. Aber Stego ist echt langsam. Hadi, wo bist du denn? Ich laufe gerade im Wald rum und sammle Holz, damit ich uns wieder Holzfundamente bauen kann, wenn wir alle zusammen sind. Willst du den Stego sehen? Ja. Dann komm mal zum Haus. Ich eigentlich auch XP, wenn du die tötest? Gibt die überhaupt XP, wenn man sie tötet? Ich weiß es gar nicht. Aber ich brauche ein bisschen, ich bin ziemlich überladen. Vielleicht soll ich das nächste Mal nochmal Gewicht spielen als Ausdauer. Der Köder. El Köder. El Ködere. Nicht El Homo, nur El Köder. Ah. Irgendein Dino hat gekackt, ich hab's genau gehört. Welcher der, war's? Der, schau mal, ob das wieder Triceratops, der hat eine ziemlich gute Verdauung. Ich seh's gerade gar nicht, ich seh nirgendwo Kacke. Vielleicht warst du es ja auch. Das kann tatsächlich sein. Ich verderben wir nicht die Bären, bitte. Ja, die verderben schnell. Ah, Steglinda. Nee, das gibt kein XP. Bringt's auch nichts. Ah. Aber es hallo, Steglinda. Ja, das stimmt schon, aber Ich bleib bleibt stehen. XP. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, dir, ich mach nämlich jetzt ein Holzfundament. Sag mir mal, wie viele Erfahrungspunkte du bekommst davon. Okay. So. 5,1. Okay, ui. Das heißt, du kriegst die Hälfte. Ich krieg nämlich 10. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Ja. Okay, ist auch ein Holzfundament. Hadi, hier, guck. Hier ist es. Ich geh Holzfundament. Ach, Steglinda hat gekackt. Ja, Steglinda. Guck mal, hat der Haufen nicht sogar auch Streifen? So genau wollte ich mir das jetzt eigentlich nicht angucken. Das ist ein mittelgroßer Kothaufen. Jeder kackt, stellt Stick. Jeder kackt, ist die beste Beschreibung. Ah. Oh. Kadi, hast du da gerade Holz in ja, runtergeworfen? Ich hab ein Fundament gebaut und es wieder abgerissen, um noch ein Fundament zu bauen.
Kannst du das nicht mal deinen Müll woanders hin entsorgen? Wir sind halt die Welt, wir haben die Welt für unsere Kinder hier. Die Kali benennen wird. Ich schlage mich jetzt durch Richtung Schneewelt. Okay, mach mal. Okay, mach's gut, Kadi. Wir sehen uns in 2 Minuten, wenn du hier wieder gespawnt bist, weil du von Mega-Piranhas getötet wurde. Siehst du mal, der Ötzi entstanden? 100 Kadi, Leute haben gefragt. Im Eis. Nennen sie etwas, das man schlägt. Raptoren. Frauen. Top-Antwort, ein Kind. Das ist so schlecht. Das ist der alte Klassiker von Family Freud. Familienduell auf Deutsch. Family Freud. Ah, Hilfe! Oh, helf mir, hier ist ein Skorpion. Du würdest alleine loslaufen zur Welt. Ich hab da nur Hals gehackt. Oh, da am Stand ist gerade was, kommt gerade was Weißes runter. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Meinst du das? Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Nee, das ist hier direkt vor mir. Achso, okay. Muss nur aufpassen, dass ich nicht. 80 Folge Millionen Skorpione Raptoren. Nicht. Das ist einfach lahm. Eigentlich schon. Dann wäre er ultra lahm, weil ich war schon lange erschöpft. Also das sind 2 Wasserschläuche, 2 Lagerfeuer, 2 Schlafsäcke und ganz viel Zündpulver und ganz viele Bären. Ich komme mit dem zweiten Stego jetzt auch mal zurück, ne? Oh, wie heißt er? Dick Norbert. Ah, ich muss mal ein paar Fasern fallen lassen. Soll ich mal gucken, ob ich vielleicht den Skorpion mit Pfeil und Bogen erlege? Was wiegt denn so viel bei mir? Die 30 Steine. Oh. Moment. Jetzt kann ich sprinten. Jetzt wieder nicht mehr, aber ich knapp an der Grenze. Achso, die Lagerfeuer sind sehr schwer. Ich habe 15 rohes Fleisch in dem Teil hier drin gehabt. Schlecht. Toll. Ich sehe den Skorpion nicht mehr. Hat sich im Boden gebackt. Dann kommt der demnächst irgendwann unter Michelle raus und killt ihn dann. Ja. Kann man eigentlich seine Dinos auch so einstellen, dass sie nicht töten, sondern nur betäuben? Ja. Also betäuben weiß ich jetzt nicht, aber dass sie nicht töten. Du kannst sie halt auf Passiv stellen. Der Skorpion geht anscheinend sehr häufig auf betäuben immer. Und der vergiftet die halt, die Gegner. Und wenn du ihn dann zurückrufst rechtzeitig, dann sind die nur betäubt. Und wenn nicht, dann hackt er halt weiter drauf rum. Brauchen wir Wasserschläuche und ich habe Schlafsäcke und sowas noch bekommen. Schlafsäcke einfach in unsere Bude reinsetzen. Die sind zwar nur einmalig benutzbar, aber so oft wie Michelle stirbt. Und jeder muss den Schlafsack selber setzen, sonst... Ach, ist das echt so? Ich glaub, ja, ich lauf mal hier der Ellie hinterher. Hast du gerade wieder ein Fundament gesetzt, Kadi? Ja, 2 Stück. Okay. Ah, oh, wie die Ellie mit dem Hintern hin und her wackelt hier. Oh. Was? Level 4 Fiomania. Okay. Alter. Für die können wir doch sogar reiten. Stegosaurus, ja, aber mit Level 3. Nee, Fiomia, das ist ja. Sind diese Schweine. Aber die sind gefühlt langsamer als du. Oh, da oben sind jetzt 2 Stegos, ich sehe schon. Und die lieben sich. Was? Das habe ich aber nicht abgesegnet hier. Ist männlich und weiblich, dann ist das hier sofort... Oh, ich sehe gerade Herzchen, ja, lol. Oh, wie süß, ehrlich? Ja, die halt haben echt drauf, Herzchen. Halt drauf, das machen wir als Screenshot. Moment. Das braucht für ein... Wie hat man nochmal die Namen ausgeblendet? Irgendwo in den Optionen. Dein Holzfundament, 80 Holz? Ja. Ja, Holzfundamente sind teuer. Holy. Deswegen geben sie auch so viel EP. Wo war das nochmal hier... Automatischer Chatverlauf, Statusmeldungen. Wo kann man nochmal die Sachen ausblenden? Weiß nicht, habe ich noch nie gemacht. Weiß das gerade auch nicht mehr. Ach, oh, da ist ein Kano unten. Hier schwebende Namen. Ein weißer Kano. Ein weißer Kano? Ja, jetzt habe ich's. Ja. Das klingt doch mal nach was. Aber hier ist kein potenzieller 10-Hügel, leider. Was für ein Level hat er denn? Ja, wenn ich das sehe, dann bin ich tot. Wo bist du denn? In die Richtung gelaufen, wo Kadi abgeholzt hat die ganze Zeit. Und dann ich weiß nicht, wo Kadi abgeholzt hat. Ist Jochen bei dir, Nies? Ja. Okay, dann sehe ich dich. Ich komme mal zu dir. Ich renne gerade schon wieder ein bisschen zurück. Erstmal. Was wolltest du fragen, Fabi? Schau mal, dass du die große Rede... da ist ein Kano. Level 9 ist er.